jetzt haben wir eine komplett neue Ecke zum Erkunden hier. Das ist schon mal ganz gut. Das bedeutet, wir kommen bestimmt irgendwie weiter. Lauf schneller! Was, noch ein Bildschirm? Ach Mensch. Aber es kommt mir irgendwie bekannt vor hier, muss ich sagen. Kann es sein, dass sie sich wiederholen, die Bildschirme? Oh, das ist neu. Das sieht neu aus. Okay, wieder so viele Möglichkeiten, verdammt. Wir gehen erstmal hier oben lang. Oh, der Dorfdepp. Das ist aber schön. Er sieht nicht sehr clever aus. Es ist auch der Dorfdepp. Haben wir ein Problem? Bist du ein Bauer? Sehe ich aus wie ein Bauer? Nein, aber vielleicht willst du auf ein Kostümfest. Ich verstehe. Weißt du etwas über magische Bohnen? Also die Zauberer in der Taverne hätten jetzt bestimmt ja gesagt, bei sehe ich aus wie ein Bauer. Ich meine, immerhin haben die ja auch ihre Bauernverkleidung getragen. So, okay, Bohnen, ja. Was für Bohnen? Magische Bohnen. Ich habe sie gegen einen radfahrenden Bären getauscht. Was? Er sagte, es seien magische Bohnen, die Glück und Reichtum versprechen. Und? Ich habe sie hier eingepflanzt, aber sie sind noch keinen Zentimeter gewachsen. Wie wär's mit Dünger oder sowas? Vielleicht solltest du sie gießen. Gießen? Warum sollte ich das tun? um sie wachsen zu lassen. Ha, klingt nach einer guten Idee. Ich sag dir was. Geh und hole Wasser. Ich passe auf sie auf. Ich bin dir einen Schritt voraus, Bube. Nun steh da nicht rum. Gieß es auf die Bohnen. Ah, sehr gut. Vorausschauend gehandelt. Was da? Auf dem Weg? Du hast sie ertränkt. Ich muss sie trockenlegen gehen. Ich glaube, das war mein Stichwort. Ja. Genau, Moment, wir gehen nochmal zurück. Der Bube ist weg und die Bohnen sind noch da, na sowas, die stecken wir direkt mal ein. Oh, Moment, nochmal daneben geklickt. Ich dachte, er wollte sie trockenlegen gehen. Was ist denn daraus geworden jetzt? Moment mal kurz, will man es probieren? Benutze Eimer mit Pfütze. Oder so. Das geht doch so nicht. Warum nicht? Wäre doch ein Versuch wert. Okay, gehen wir einfach mal weiter lang. Lassen wir die Pfütze Pfütze sein. Zur Not können wir nochmal was am Brunnen holen gehen. Denke ich mal so, vielleicht. Und gucken erstmal, was es ansonsten hier noch so gibt. Wir müssen ja möglichst viel erkunden, möglichst viel einsammeln, damit wir dann möglichst weiterkommen. Keine Ahnung. Warum habe ich mir das nur gedacht? Gut, gehen wir jetzt einfach hier unten lang. Ich glaube, es geht schneller als oben, oder? Aber ich habe es schon irgendwie befürchtet, dass wir jetzt einfach wieder auf demselben Weg rauskommen wie vorher. Das ist ja irgendwie alles so ein bisschen vernetzt hier, von daher keine große Überraschung. Aber wir haben ja noch genug Wege hier drüben, die wir erkunden können. Oh, ich glaube, der andere Weg war doch ein bisschen kürzer. Auch egal. Vielleicht hätten wir auch die Karte benutzen können. Wer weiß, wer weiß. Okay, ich möchte erstmal hier unten lang gehen. Das sieht so schön aus, das heben wir uns mal auf für später. Oh. Ist das etwa ein Nekromantenturm oder wohnt hier Sordid? Benutze Glocke. Ah, benutze Glocke. Ja, ich dachte es mir gerade schon, als ich mir das Ding angeschaut habe. Wir brauchen einen Klöppel und wir haben zufällig einen einstecken. Benutze den Klöppel mit der Glocke. Welch ein Glück. Und jetzt versuch's nochmal. Benutze Glocke. Ja. Einen Moment, bitte. Ja, wer das wohl sein wird. Simon? 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 Wachse und gedeihe oder so. Ah, sehr schön. Gut, wir haben einen langen Haarzopf. Entferne Haarzopf. Oder sowas. Gibt's da kein Ziehen? Das trage ich nicht. Schade. Nee, Verzehre ist blöd. Gucken wir uns den erstmal an. Es ist Wasserstoff Superoxid Blond.
Was? Wasserstoff-Superoxid? Du meinst Wasserstoffperoxid, oder? Ja gut, ich will nicht klug scheißen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, benutze wahrscheinlich, oder? Ja, sehr gut. Hinauf zu Rapunzel! Der Schönheit des Landes! Schauen wir uns die Gute mal an, nicht wahr? Ach, ja, das ist ja auch toll. Betrug! Ja, wir kommen, um euch zu... Was? Ich bin Prinz Charles. Komm und begebe dich in meine Arme. Du bist der dritte Prinz Charles in dieser Woche. Die Hexe hat die anderen gefangen und zu Fleischpastete verarbeitet. Ich glaube, zu sagen, ich bin Prinz Charles, ist jetzt nicht das beste Argument, um jemanden in seine Arme zu holen. Das passt nicht so ganz, aber gut. Was haben wir noch so... Hexe, Fleisch, ja. Fleischpastete? Und das sind nur die, die noch Glück hatten. Du solltest mal sehen, was mit dem Rest passierte. Aber wer ist die böse Hexe? Die böse Hexe des Westens. Sie hat mich von meinem Vater als Ferkel entführt. Sie war was? Es, die mir die Schönheit raubte und mich hier gefangen setzte. Bin ich verdammt, bis ans Ende meiner Tage Wolle zu spinnen? Als... ja, Ferkel? Moment mal, sagtet ihr Ferkel? Vielleicht erklärt das hier alles. Mein Gott! Was zur Hölle? Jeder macht den gleichen Fehler. Und wenn sie mein Gesicht sehen, dann rennen sie alle laut schreiend aus dem Turm. Der einzige Weg, durch den ich von dem Zauber erlöst werden kann, ist ein Kuss aus einer anderen Dimension. Scheint so, als wäre mein Einsatz gefragt. Fürchtet euch nicht, eure Rettung ist hier. Junge, das ist ein Ferkel. Kein Mädchen. Ich finde auch schön diese zweite Brust, die da noch so da hängt. Ja, ein waschechtes Ferkel. Womit hab ich das verdient? Erstmal in den Hut stecken, genau. Das ist ein Typ, ey. Rapunzel, okay. Ich kann mir dafür keine Verwendung vorstellen. Gut, gut. Haben wir sonst noch was? Nee, sieht nicht so aus. Eine spanische Wand. Eine ganze Ladung Kitschromane und Unterwäsche liegt hier herum. Wunderbar. Können wir irgendwas einstecken davon? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Schade. Können wir vielleicht die Haare mitnehmen oder sowas? Haare? Ach so. Nee, so war das jetzt eigentlich nicht gedacht, aber tschüss, Simon. Gut, haben wir das jetzt auch schon abgearbeitet. Wir haben ein Schwein, Freunde. Wir haben ein Schwein. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber wir haben ein Schwein in unserem Hut. Zusammen mit der Leiter und der Schere und dem Eimer. Und dem Bart und dem schweren Hufeisenmagneten und dem Metalldetektor. Okay, den Klöppel können wir auch nicht wieder abarbeiten. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht mehr. Gut, dann auf zum nächsten Eck hier in der Welt. Und mal schauen, was wir da so machen können. Ach nee, sag bloß. Jetzt sind wir also hier. Wir waren ja schon mal auf der anderen Seite gewesen. Das ist total sinnfrei hier, muss ich mal so erwähnen. Können wir vielleicht... Ach nee, gibt's ja auch nichts, wo wir das einsetzen können. Okay. Haben wir das jetzt soweit auch abgearbeitet? Mir fällt gerade noch was ein, was mir geraten wurde zu tun. Und zwar müssen wir nicht zum Baum der Eule. Hier, Zentrum des Waldes. Genau. Und zwar wollte ich... Ich glaube, hier oben war das. Geh mal da hoch. Genau. Und zwar gibt es hier was ich übersehen habe, nämlich hier ein Stück Papier. Und das schauen wir uns gern mal an. Da ist ein Stück Papier unter dem Stein. Oh, dann nimmst du ja auch mal. Okay, schauen wir es uns mal an. Mal sehen, was wir da so haben. Eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Ah! Das heißt, unser Shop wird endlich mal zu was Nütze sein. Das ist ja sehr gut.
Da kriegt man bestimmt den einen oder anderen Gegenstand. Und das war nicht der einzige Stein. Hier gibt es noch einen, den wir uns angucken können. So viele Steine. Mann, Mann, Mann. Vor allen Dingen, man übersieht es so leicht. Also, wenn mir das jetzt nicht gesagt worden wäre, wäre, glaube ich, nicht drauf gekommen. Oh, sieh nur. Da steht was drauf. Schön. Mir wäre es, glaube ich, nicht eingefallen, die Steine hier anzugucken oder aufzuheben oder irgendwas. Gucken wir uns den mal an. Da ist das Wort Bier drauf gekritzelt. Gut, dann wissen wir, was Zwerge wollen. Hab ich vorher noch nicht gewusst, nein. Kennt ihr dieses Comicbild vom Bier-Avatar? Es gibt doch in vielen Spielen, wo Elementarmagier mit drin vorkommen, so ein Wasser-Avatar, ein Feuer-Avatar. Und ich weiß gar nicht, was das für eine Seite ist. Da werden irgendwie immer Cartoons gezeichnet. Ich weiß nicht, ob das nicht lustig ist oder so oder irgendwas anderes. Da gibt's eine Zeichnung, da ist ein Magier drauf, der schaut bedauernd zu einem Zwergen rüber und meint so, ich hätte diesem Zwerg nicht die Magie beibringen sollen. Und neben dem Zwerg ist ein Bier-Avatar. Und der Zwerg, hörst du auf, Musik zu hören, Simon, wenn ich erzähle? Und der Zwerg meint dann so, gehorche mir, Bier-Avatar. Das gefällt mir sehr gut, das Bild. Müsst ihr einfach mal Bier-Avatar eingeben, vielleicht findet man es dann, ich weiß es nicht. So, jetzt aber mal zurück zum Dorf. Dorf, genau. Shoppe bitte wieder. So, und jetzt haben wir ja endlich mal was zu tun. Vielleicht kriegen wir jetzt mal was Interessantes. Ich weiß es nicht. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Okay, benutzen wir mal das da mit diesen beiden. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüt. Das geht doch so nicht. Wieso nicht? Hallo? Ich sage, er gehört hierher. Dann redest du eben mit den beiden. Meine Güte, kommt doch selber raus. Entschuldigung? Ja, genau das. Ich habe die Einkaufsliste von den Kobolden. Du bist nicht der, der sonst kommt. Er ist krank. Oh, na gut. Sag dem Lieferjungen, dass wir es draußen stehen lassen, wenn wir damit fertig sind. Okidoki. Das klingt gut. Gut, da haben wir das jetzt erstmal abgearbeitet. Eine letzte Sache fällt mir gerade noch ein. Ach, ich habe so viele Tipps gekriegt und ich erinnere mich an alle, das ist toll. Und zwar, dass es noch einen Bildschirm gibt hier im Dorf, den wir noch nicht gesehen haben. Und zwar ist der nicht hiermit, sondern bei Calypso. Da bin ich ja davon ausgegangen, dass es hier gar nichts gibt. Aber wir können hier hinter die Hütte gehen. Ich wusste jetzt auch nicht, ob es hier ist oder hier drüben, aber mir wurde halt gesagt, hinter der Hütte... Okay. Ein Kompost. Ja. Bohnen, Kompost. Klingt gut, finde ich. Probieren wir es mal. Ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet, aber... Wow! Okay. Das muss ein guter Kompost sein. Okay. Das stimmt mich zufrieden, würde ich sagen. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet, wollte ich sagen, aber es bringt uns ja weiter. Gut. Ich vermute mal, mehr kann der Kompost dann auch gar nicht mehr, es sei denn, wir finden nochmal irgendwo irgendwelche Samen. Wir haben eine Wassermelone. Okay. Moment mal, was haben wir an Gegenständen? Wir haben ein Schwein, mit dem wir nichts anfangen können. Streichhölzer, ein Seil. Scheren, Magnet. Puh! Eine Feder. Spitzenglas. Ich will mal was probieren. Halt, warte mal, wir gehen mal mit dem Ding jetzt hier hin.